Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von Grand Age Medieval. Wir sind hier noch gerade am Kämpfen. Oh, da oben ist schon wieder eine Einheit hingegangen, sehe ich gerade. Diese machen wir gerade zu Ende und dann gehen wir da mal hoch und kümmern uns um die. Oh, da kommt er mit drei Einheiten dazu. Jetzt wird's schwierig, ne? Was macht ihr? Dieser generiert noch. Okay, 23,4 hat sich nichts geändert. Sind denn da noch welche fertig? Ja. Schnellstens mal gemacht. Unterstützen. Sollte vielleicht auch funktionieren. Da gibt's noch Schwertträger. Machen bitte wir. Auch dahin. Und hier unten ist da noch die Einheit. Ne, die sind noch am Arbeiten. Okay, da ziehen wir mal gleich noch zwei hinterher. Wir haben ja das Geld momentan mit 1,8 Millionen. Unsere Händler sind dann doch besser aktiv geworden. Die müssen wir auch nochmal angucken. Aber das ist jetzt gerade nicht so, ne? Die ziehe ich da auch nochmal durch, so leid es mir tut, aber... Sind denn hier jetzt noch welche im Auftrag, die bilden? Ne, sind nicht. Die mache ich auch nochmal. Und dann wollen wir ja auch gucken, dass wir den Feind auch besser anpacken, ne, oder? Aufsitzen! So, wie sieht's denn jetzt hier so aus? 340, 200... Ja, es könnte sein, dass das funktioniert. Ah, da kommt noch... Ach, das war ein Speer, der ist durchgelaufen. Okay, das sieht gut aus. Und ja, jetzt haben wir hier 700 zu 100, das passt schon mal. Nur hier ist es halt, die werden einfach nicht besser, ne? Vielleicht, das sind ja auch Schwertkämpfer. Vielleicht schicken wir die mal nach Odessa zurück. Jawohl. Vielleicht werden die da besser aufgenommen, ne? Das ist die Frage. Wo kam der Jingle gerade weg? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir dahin und machen die kaputt. Okay, ja, da sieht man, dass das dann passt. Die schicke ich auch nach Izmir. Ich will hoffen, dass sie nicht unterwegs irgendwo in den Kampf kommen. Dann sind sie nämlich sofort kaputt. Aber vielleicht gehen die da besser hin und werden dann besser. Machen wir dahin. Komm, die schicken wir dann erstmal hier in den Ort. Wir reiten los. Waren die jetzt schon da oder wie sehe ich das? Ne, es waren Händler wahrscheinlich, ne? Auf geht's! So. Gucken wir nochmal die Einheit nach. Auf, auf! Hatte ich die jetzt nicht ausgewählt? Weiß ich nicht, ne? Wird nicht lang dauern. Warte mal, in Odessa war ja auch alles möglich, glaube, ne? Wir reiten los! Da konnten wir alles ausbilden. Gucken wir mal gerade rein. Da war alles. Dann können die sich auch da regenerieren. Alles klar. Dann schicken wir die dahin. Sind ja jetzt schon dahin unterwegs, glaube, ne? Oder? So, wen haben wir noch? Die Bildenmeister, aber die müssten auch hier... Ne, die regenerieren sich ja eigentlich gar nicht, ne? Kann das sein? Na, da müssen wir da nochmal gucken. Ansonsten müssen die da bleiben. Machen wir! Die laufen da auch hin. So, jetzt haben wir die da. Schwertkämpfer und Bildenmeister, mehr nicht. Gut. Jawohl. Jetzt wird's mich noch interessieren, wie es hier steht, ne? Ist das dann wieder besser geworden? Ja, jetzt wieder 52, ne? Läuft. Und jetzt greift man die Stadt wieder an, dann wird das wieder runtergemacht, aber bei 30 ist dann wieder Sense wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir vorstellen. Obwohl unser Geld schrumpft ja auch nicht so sehr. Und jetzt wollte ich hier gucken, was passiert mit denen. Regenerieren die hier? Sieht man jetzt nicht, ne? Ja, die regenerieren hier, wie wir gerade sehen. Also nur in der Heimatstadt oder so, kann das sein? So, und da die alle da sind, gehen die jetzt auch alle hier hin. Ja. Auf geht's! Okay, da sind jetzt mehr geworden. Jetzt kriegen wir die auch angepackt. Hier geht aber gerade nichts runter. Aufsitzen. Okay. Auf, auf. Oder besser da erstmal. So gut wie da.
Ja, die ersten Schwertkämpfer sind dann niedergeschlagen. Ach, da sind gar keine mehr drin, oder wie sehe ich das? Was passiert jetzt hier? Hier geht dort was schief in meinen Auf Augen. geht's! Ja, das funktioniert irgendwie nicht, ne? Der steht da mit Sicher. 372 Gruppen. Wie ist die Stadtbelagerung? Zeigt er mir jetzt auch nicht an, da passiert gar nichts. Ja, komm, das hat keinen Sinn. Ist Truppen gebockt. Zurück. Geht jetzt auch nicht Jawohl. Mehr. Also dafür funktioniert das nicht, da brauchen wir Angriffsgruppen wahrscheinlich für. Die laufen jetzt auf jeden Fall Sicher. Dahin, das ist auch gut so. Wir verlieren jetzt die eine Einheit, das ist jetzt aber Pech. Jawohl! Gut, lass die da stehen. Wir haben noch 1,8, sind jetzt gleich bei 1,9. Das ist also auch noch gestiegen. Hier ist nichts mehr in Produktion. Machen wir noch. Raus aus der Stadt. Wie sieht's hier unten aus? Das sind zwei Pferdeeinheiten. Die schicken wir wieder nach hier oben hin. So gut wie da. Das ist unsere Basis, oder? Ja, machen wir da die Basis. Mit den Leuten. Hier ist bis auf den Reiter alles in der Regeneration. Okay. Die müssen auch gleich wieder fit sein. Das warten wir dann noch ab. Machen wir. Zack. Alle angreifen. Spießgesellen sind das dann. Okay. Ja, das ist nicht so toll. Ist die Frage doch, da gehen sie kaputt, unsere Leute. Er hat nur noch 11. Ne, er hat 180. Wir haben 8. Aber die verteidigen sich ja eigentlich relativ gut, ne? Jetzt müsste man nur wissen, wer ist gegen die Spießgesellen besonders gut unterwegs, ne? Boah, die Pferdchen, die werden hier gar nicht fit, oder was? Jetzt regenerieren die da. Die Reiter nehmen wir jetzt mit hier rein. Wird nicht lang dauern. Dass die Spießgesellen vielleicht dann dabei drauf gehen. Das ist noch nicht fit. Werden denn hier ausgebildet? Ja, machen wir ja, ne? Läuft auch, okay. Und hier unten haben wir jetzt keine Einheiten mehr. Machen wir aber wieder welche. Definitiv. So, 1,7 ist da angesagt. Hier sieht es anders aus. Ja. Ach, der A. Ah, okay, wird als einen Kampf angezeigt. Dann wird das schon passen, oder? Ja. Und da kommt schon Nachschub wieder. Wieder Spießgesellen. Landwehr, Landwehr. Okay. So gut wie da. Okay, das läuft. Jetzt eine Einheit von uns erwischt, aber die anderen sind dran, ne? Jetzt müssten die hier eigentlich fertig sein, oder? Nee, immer noch nicht. 31 plus, aber kurz davor, kann nicht mehr lange dauern. Was haben wir jetzt hier? Pferdebogner. Und da auch noch 3 von. Passt. Schließen. Und die nehmen wir jetzt mit. Und schicken die dann noch so rein. Wie ist mit hier? Eine Einheit davon, die Jawohl. Schicken wir mal in die Stadt. Und hier unten im Süden passiert nichts, aber wird auch produziert. Ja, das dauert länger. Okay.
Oh, deshalb geht schneller, oder? Wie sehe ich das? Da oben ist noch ein Bödenmeister mit Landwehr am Campen und hier unten wahrscheinlich auch. Ja, das ist jetzt hier die Frage, ne? Okay. Wird nicht lang dauern. So, jetzt mal da ordentlich drauf. Nee, ich wollte die nicht auswählen, ich wollte die bekämpfen. Wird nicht lang dauern. Wir reiten los. So, jetzt aber. Wird nicht lang dauern. Genau. Und die sind schon wieder weg. Auf, auf! Okay, das war nur ein Speer. So, die Wildenmeister hier, die schicken wir nach Hause. Die müssen sich erholen. Sicher! Und die nehmen wir dann dazu. Jawohl. In die Stadt rein. Wir müssen gucken, dass wir mehrere Einheiten bündeln unter verschiedener... Na, sag schon. Auf, auf! Wenn die einen kämpfen, sind die anderen in Erholung und umgekehrt. Das macht vielleicht nur Sinn. Geh mal da in die Stadt. Die sind jetzt hier schon mal super unterwegs. Wir haben, ja, wird mit dem Geld jetzt gerade wieder ein bisschen weniger dadurch, dass wir so viele Armeen haben. Aber das ist halt so. Irgendwann müssen wir ja auch mal das erobern, was wir erobern wollen, ne? Das ist das Nächste. Irgendwo müssen wir diese Stadt dann noch kriegen. Und der hat schon andere auf uns abgenommen, wo wir überhaupt nicht mitgerechnet haben, ne? Schwertkämpfer waren noch im Auftrag, okay. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier mal gerade nochmal checken, wie der Sache ist bei dieser Stadt. Wird nicht lang dauern. Wird nicht lang dauern, genau. Wo ist die Einheit? Ja, jetzt ist weg. Wird nicht lang dauern. Jetzt nochmal in die Stadt. So gut wie da. Okay. Wir reiten los. Die Bogenschützen angreifen. Und die so gut wie Landwehr dann. Keiner mehr da, oder? Doch, da sind aber die ziehen jetzt wird in die Stadt. Nicht lang dauern. Ja, irgendwie. So gut wie da. Wenn wir die angreifen, gehen die in die Stadt. Das ist der Bringer, ne, oder? Die gehen jetzt aber da weg. So gut wie da. So, wir belagern die Stadt diesmal. So, und jetzt müssten wir eigentlich zusehen, dass wir Angriffstruppen haben. Was machen die denn da? Die sollen da hin. Mann, 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 Mann. Okay. Wo ist hier der Kampf? Ah, jetzt. Ne, da ist er. Wer ist denn da mit drin? Wo ist die Einheit, die wir bekämpfen sollen? Die Wildenmeister, das sind die, die jetzt die Stadt angreifen, oder wie sehe ich das? So, da kommen jetzt die nächsten. Zack, dahin. Wir reiten los. Und die auch dahin. So gut wie da. Und die erstmal noch da. So gut wie da. Jetzt müssen wir hier noch reingucken wieder. Uns reicht's. Uns reicht's. Wieso uns reicht's denn?
Uns reicht's. Moral am Ende. Kommt jetzt aber wieder hoch. Okay, und da kommt dann der Nachschub von ihm. Den wir dann auch angreifen müssen. Aufsitzen! So, und die kommen dann noch dazu. Wird nicht lang dauern. Müssen die noch angreifen dann. Machen wir. Wird nicht lang dauern. So, Angriff auf die gegnerische Armee. Uns reicht's. Die gehen jetzt nach Hause, okay. Wir reiten los. Die drei gehen auf die Stadt. Moralverlust, okay, alles klar. Sicher. Die auf die Stadt dann. Und die auch auf die Stadt. Nur die kriegen wir irgendwie nicht eingenommen. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für die Runde soll es wieder reichen. Und wir kümmern uns um die nächste Geschichte und schauen dann weiter. Ja, irgendwie muss es ja mal irgendwann klappen, dass wir unsere Stadt ja wieder kriegen. Ja, das kann ja nicht sein, dass das so läuft, ne? Okay, aber wie gesagt, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.